heikel. Aber wo ist. Ah ja, natürlich, wo ist die Lanze, hat sich natürlich schon geklärt, diese Frage. Ja, und haben wir es geschafft? In dieser verdammten Nebelsuppe? Haben wir es geschafft? Juhu! 42. Sea Raider haben wir hier gekillt und dafür kriegen wir jetzt Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung. Und zwar richtig, richtig viel und richtig gut. Da, haha, da hätten wir es auch nicht besser treffen können. Hätten wir eine Karawane oder sowas ausgeraubt. Wunderbar. Alles hier so im 200er Bereich. Oh, toll. So, 116. So, dann nehmen wir das noch mit und das noch mit und das noch mit und das noch mit. Ja, und, das und das kann auch noch weg. Und danach sind wir wirklich hier bestückt bis zum geht nicht mehr. Toll. Ah, juhu. Alles an alleine. Alles verdanken wir alleine den Sea Raidern. So, so rum. So, und jetzt habe ich mir gedacht, um das Ganze mal wirklich zu einem würdigen Abschluss zu bringen, um wirklich mal Richtung richtiges Zuhause zu reiten. Oh, Sea Raider. Ups. Ah, 4. Charge the enemy. Um das zu machen, reiten wir mal nach Sargoth. Und ich hoffe mal, dass wir die jetzt auch irgendwie finden werden, diese 4 Sea Raiderchen. Wäre doch echt schade, wenn nicht. Da sind sie schon. Aha, hallo. Ich hab euch gar nicht gesehen, im ganzen Leben hier. Tut mir leid, aber jetzt gibt's dafür ordentlich eins auf die Omme von Jakinato, dem Weißen, höchstpersönlich. Zap! Und einer ist noch übrig und den klären wir uns jetzt. Genau! Wuhu! 226 hat der andere gekriegt von mir. Das haut ordentlich rein. Und jetzt kriegen wir noch mehr Zeugs. Juhu! Tattered Leather Jerkin. Da können wir das gleich mal wieder auspacken alles. Pom, 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 pom. Das und das gegen das. Und hier muss doch noch irgendwas Billiges sein. Nee, es gibt nichts Billiges mehr hier. Oh, wunderbar. 116, okay. 156 natürlich. Oh, die nehmen wir uns auch noch mit. Haha. Und ab geht's nach Sargoth. Und in Sargoth werden wir dann wieder Zeugs verkaufen. Und dann mal vielleicht in Revardin gucken. Ups, was ist das? Looters? Och, ihr wisst ja gar nicht, mit wem ihr es zu tun habt. So, ab nach Sargoth. Also ziemlich letzte Amtshandlung erstmal. Ach, und jetzt verkaufen wir, verkaufen wir, verkaufen wir. Ordentlich, ordentlich, ordentlich nämlich hier. Naja, gut, so viel wird es jetzt auch nicht. Du noch, genau. Und dann das hier. Ja, ist okay. Leider keine guten Bögen dabei. Strongbow ist das Einzige, was man uns hier anzubieten hat. Deswegen gleich mal weiter zum Rüstungsmann. Aha. So, 754. Was hast du denn da? Reinforced Plate Armor. Oh, das ist natürlich schön. Die hätte ich jetzt auch gerne. 59 zur Body Armor. Leider fehlt uns da noch ein kleines bisschen Geld. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Auf jeden Fall haben wir bisher ordentlich verdient in dieser Session. Wir haben ungefähr 16.000, glaube ich, gemacht. Oh, Horse. Was hat er denn hier an Pferden überhaupt? Spirited Warhorse. Ein Spirited Warhorse. 36, Maneuverability 35, Charge 19. Ach, das war ja die Geschichte mit dem Spirited Warhorse. Das ist halt, ja, ein Spirited Warhorse einfach mal. Aber wir können es ja auch mal nehmen eigentlich. Also, würde mir jetzt eigentlich nicht schlecht gefallen. Ich sag mal so, die Rüstung ist ein bisschen doof. Nee, da bleiben wir mal hier lieber bei diesem Ding. Bei dem Heavy Warhorse. Das ist okay. So, Headback. Ja, und King Ragnar ist anscheinend gerade zu Hause. Mhm. Das heißt, wir gehen mal zum Schloss und fragen mal los, was los ist. Dustum Khan, wer bist du denn? Kenne ich dich? Mein Name ist Jakinath der Weise. Ich bin Dustum Khan, Son of Jandakir Khan. Und rechtmäßiger. Oh, Khan der Khergiten, also ein Thronanwärter. Aha. Und ich dachte, Sanjar Khan ist da der King. Ah, und er ist ein Bruder von Sanjar Khan. Nein! Und. Oh, oh, oh. Und eine tragische Geschichte, genau. Bla bla bla. Und er denkt, er war der Favorit zu Zeiten seines Vaters.
Und ja, Sanjar Khan hat sich natürlich unrechtmäßig den Thron erschlichen. Und wir können uns jetzt überlegen, wollen wir den jetzt praktisch helfen und seinen Thron praktisch wiederzukriegen? Oh, und ich sag mal, nö, tschüss. Und du bist mir, nee. Also, das geht ja mal gar nicht. Die Khajiten sind uns natürlich nicht feindlich gesinnt, aber wir sind natürlich ein echter Wegier. Okay, aber hier ist anscheinend gerade keiner und deswegen hauen wir einfach mal ab. Und ab in die Hauptstadt, nach Rewardin. In unsere Hauptstadt, in die richtige Hauptstadt. Und alles, was jetzt noch kommt, jeder, der uns jetzt überfallen möchte. Lord Vlan, was willst du denn da? Ah, nee, wir sind ja in gutem alten Wegierlande. Ach, endlich. So, da kann ich gleich mal gucken, was ist eigentlich mit Mechin los? In Mechin waren wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Ah, Wegier Archers. 26. Na gut, wenn es sein muss. Dann werde ich das mal machen. Ach. Ihr wieder mal. Ihr ollen Wegier Archers. Und treffe ich euch jetzt auch mal irgendwann? Das wäre doch sehr schön. So, jetzt könnte ich euch aber. Ja, jetzt könnte ich euch langsam mal treffen. Und macht das natürlich auch. So. Und langsam gehen sie hier in die Knie. Haben keinen Bock mehr. Hoffentlich. Oder stellen sich natürlich auf und erschießen mich einfach. Okay. Und jetzt ist wieder Schwert-Action angesagt. Und Charge-Action und alles mögliche Action. Und eigentlich reicht es ja, wenn wir hier durchfahren, ein bisschen und dann ab und zu mal jemanden kaputt hauen. Ich hoffe nicht, dass die jetzt die ganze Zeit hier ihre Bogentaktik verfolgen. So. Also Bogentaktik, dann meine ich, dass sie dann einfach anfangen, auf mich zu schießen mit dem Bogen. Na! Hat mein Horse doch echt zwei Damage received? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dafür gibt es natürlich auch gleich Rache. Denn wer mein Pferd, was immer noch namenlos ist, hier beleidigt, mit Pfeilen, der kriegt ordentlich eins auf die Mütze. Oh! Mann! Jetzt reicht es aber wirklich mal. Ihr seid doch nur so ein paar blöde Wegier-Archer. Ihr habt gar nichts zu sagen. Guckt euch mal die Warlocks an. Die sind viel besser als ihr. So, und du noch. Ich weiß auch nicht, was ich hatte, weil sie sich hier so aufregt. Und dich kriegen wir auch noch. Yep. Dich kriegen wir auch noch. Ah, das ist schön. Also die Vorteile eines hochgelevelten Charakters sind auf jeden Fall super doll. Wir können viel, viel besser reiten. Es geht ja alles wirklich wie im Zeitraffer. Im Gegensatz zu The Last Days, wo ich ja im Moment noch ziemlich am Anfang stehe. Und ein Riesensprung. Und 26 natürlich gekillt. Und jetzt können wir. Oh, und hier haben wir viele tolle Sachen mit hier. Haha, wunderbar. Das kommt uns gerade recht. Nochmal eine kleine Finanzspritze. Wie gesagt, Looten und großes Inventory haben lohnt sich. 1790 Experience haben wir jetzt gekriegt. 5 Moral hat unsere Party dazu bekommen. Und 1266 Dinare haben wir einfach so dafür gekriegt, dass wir die hier kaputt gehauen haben. So, ja, und das metert jetzt langsam mal. Arms Merchant. Masterwork Nomad Bow hat er hier. Aber ist auch nicht so toll. Da ist mein Warbow immer noch besser. So, und vielleicht kommen wir heute sogar noch über die 30.000er Grenze rüber. Ne, kommen wir nicht. So, er hat gar keinen Platz mehr. Dann mal schnell zum Armor-Typen. Dann hier noch das verkauft. Und jetzt gucken wir mal ganz in Ruhe, was haben wir alles so Schönes dabei. Masterwork Nomad Bow, ein Thick Steel Schild. Aha. 3.533. Nö, das ist mir zu teuer. Balanced Great Sword. 42. Eine Balanced Jousting Lance. Ach, sowas brauchen wir alles nicht. Sword of War, alles ganz normal. Lalala. Gut. Dann zum Armor-Typen. Thick Iron Greaves. Iron Greaves? Thick Iron Greaves. Ah, okay. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall
dicke Eisenstiefel und ich würde mal sagen, fast könnte man sich die sicher sogar leisten. Wiegen genauso viel wie unsere normalen Iron Greaves. Und dann können wir hier mal gucken, Thick Wing Great Helmet. Nee, okay, das bringt uns gar nichts. Aber diese Iron Greaves, oh, diese Thick Iron Greaves für 12.036. Ach, überleg, 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 soll ich sie mir holen oder soll ich sie mir nicht holen? Ach, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, wir sind einfach mal so. Wir kaufen uns die mal. Oder wollen wir das machen oder wollen wir es nicht machen? Oder wollen wir lieber ein bisschen sparen und dann können wir uns dann später hier so eine Reinforced Mega Plate Armor holen oder sowas. Ich würde mal sagen, wir sparen noch ein bisschen. Wir haben ja jetzt immerhin schon 29.107 Dinare am Start. Ah, wunderbar. Gut. So, liebe Leute. Ach so, was ich nochmal machen wollte, ist zum Castle gehen und mal gucken, ob der alte Zauselbart dabei ist. Lebt wie ein Farseeker. Oh, wer bist du denn? Wahrscheinlich auch noch so ein Thronanwärter? Ja, du bist so ein Thronanwärter. Ich weiß es doch. Ach, und Lord Drys hat mich natürlich damals irgendwann besiegt. Und King Yarogleg erinnert mich jetzt auch nochmal dran. Danke. Okay. I wish to be I have a new task for you. Haha. Das ist natürlich nicht schlecht. Da ich ja jetzt der Marschall bin, könnte ich ihm eigentlich auch irgendwelche Befehle erteilen. Ach nee, das. Ich will mal die Kampagne. Soll ich die beenden, die Kampagne? Ja. Ja, machen wir das mal so. Okay, jeder ist vom Dienste befreit. Yakinate der Weise hat einen guten Tag. Und, Ah, dann möchte ich noch was fragen. Wie geht der Krieg? Also, wie steht's im Krieg? Aha, wir sind mit Swordien und mit Roddock im Krieg. Okay, wir fragen mal, sag mir mal ein bisschen mehr über den Krieg mit den Swordians. Wir haben 13 Armeen und sie haben 9. Also es geht ganz gut für uns anscheinend. Sag mir, erzähl mir mal ein bisschen mehr über den Krieg gegen die Roddocks. Oh, auch. Also 13 gegen 9. 13 gegen 9, 13 gegen 9, 13 gegen 9. Oh, danke schön. Okay. Super. König, hast du vielleicht noch irgendeine Aufgabe für mich? Oh, kein Lord sollte es zugeben müssen, jagdnerweise. Aber ich habe meine Söldner inspiziert und hat gar nichts geklappt. Also er will irgendwas. Ach, ich würde ein paar Truppen soll ich für ihn trainieren. Wie viele Leute braucht er denn? 6 Wegianites. Okay, na du bist aber ziemlich anspruchsvoll. Ja, natürlich. Gib mir 6 Rekruten und dann machen wir aus dem mal ein paar ordentliche Wegianites. Haben wir noch eine kleine Aufgabe? Was haben wir denn da? Deserters, Nordhuntsmen. Lasst mich doch erstmal. Ah. So, also. Wegier Footmen und Nordhuntsmen. Die nehmen wir uns doch gleich mal vor. When I'm done with you, charge the enemy. Halt! Everyone, hear me. Hold this position, bitte. Damit habt ihr gar nichts zu tun. Das mache ich jetzt alleine. Ich würde gerne mal wissen, wo die überhaupt sind. Also da sind auf jeden Fall. Ah, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Und wir reiten sofort auf die zu. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die dürfen auf jeden Fall nicht. Das ist jetzt unsere Heereaufgabe. Die dürfen auf jeden Fall nicht ran an unsere Armee. Wir wollen die ja aufrüsten. Also, deswegen versuchen wir die alle schon hier tot zu hauen. Und dass sie gar keine Chance erstmal haben, da zu meinen anderen Truppen da zu entwischen. Wir müssen wirklich aufpassen, dass die da nicht irgendwie ausbrechen oder so. So. Und geht jetzt mal kaputt. So viel Zeit habe ich dann auch nicht. So, okay. Und da sind die ersten, die dann wirklich nach hinten wollen. Zu meinen Truppen. Und das geht nicht. Deswegen werden die als erstes weggeschmetzelt hier. Ja, und sie wissen aber nicht, wie sollen sie sich entscheiden. Sollen sie eher zu mir oder dann doch zu den anderen rein? Und ich würde mal eher sagen, an der Stelle würde ich eher zu mir gehen. Beziehungsweise, nee, zu den anderen rein natürlich. Haha, denn hier ist nicht gut. Hier ist kein guter Ort zum Überleben. Da, wo Yakinata der Weise seine Kreise zieht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wo er mit seinem Pferd so durch die Gegend eiert. Immer zwischen den Leuten hin und her. Und kaum guckt man nach rechts, dann ist der Yakinata links. Ah, und so, ne? Ihr wisst ja. Wahrscheinlich bin ich auch schon legendär in Carrega. Obwohl niemand erzählt mir irgendwie immer irgendwelche Geschichten über Carrega oder über mich.
Es sind noch keine Legenden entstanden. Also man erzählt sich so ein bisschen von meinen gewonnenen Schlachten, aber das war's dann auch schon. Aber es geht jetzt nicht zum Beispiel die Legende von Yakinata dem Weisen und den 20 Zyklopen um oder sowas. Also übertrieben wird immer noch nicht. Man weiß genau, was ich so mache, wie viele Leute ich kaputt haue. Und jetzt habe ich hier auch mal wieder ein paar kaputt gehauen. So, und ich hoffe mal, ja, haben wir gewonnen. Super. Da können sich jetzt die anderen gleich mal ein bisschen mit hochziehen. Mal gucken, Manhunter haben wir. Ah, und das jetzt auch wieder mal, das nach langer Zeit das erste Mal, dass wir hier völlig ohne Party, Quatsch, jetzt erzähle ich schon wieder Quatsch. Das erste Mal seit langer Zeit, dass wir hier mit irgendeiner Armee rumlaufen. So, oh nee, das ist alles nur Müll, den brauchen wir nicht. Super, und ein paar Soldiers sind jetzt sogar schon ready to upgrade. Jetzt sind das ein paar Footmen. Wunderbar. Es hat sich also schon mal ausgezahlt, dass wir diesen Kampf gewonnen haben und die gar nicht mitgekämpft haben. So, aber wir wollten ja nochmal nach Mechin. Genau, denn in Mechin ist eine Menge los. Waren wir nicht? Ne, wir waren noch nicht in Mechin. Und wenn wir dann in Mechin sind, in unserer Homebase, dann können wir mal ein kleines Päuschen wieder machen. Ja. Ah, Lord Belgaru. Hallo, ich grüße dich. Du willst also nach Dramuk Castle, wo auch immer das ist. Wahrscheinlich da hinten irgendwo. So, ich jetzt erstmal wieder hier in Mechin. 815 Dinare kriegen wir. Natürlich. Ist ja auch mein Dorf. So, manage this village. Wir haben schon mal einen Messenger Post. Und jetzt können wir noch eine Schule machen. Genau. Ja, ist gut. So, go on. 8000. Ah, forget it. Nein, ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwas zu bauen. Wir können ja mal gucken. Buy supplies from the peasants. Was brauchen wir denn alles noch? Nö, eigentlich nichts, ne? So, das können wir noch verkaufen. Pum, 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 pum. Was nehmen wir mit? Ein Fisch. Ja, nehmen wir doch mal wieder einen gesmokten Fisch mit hier. Das ist mal gar nicht so schlecht. Denn wir haben nur noch 4 von 50. Und hier haben wir noch 50 von 50. Aber wir nehmen noch einen Ersatzfisch mit. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Und dann hauen wir auch schon wieder ab. Ja, Mechin. Mein kleines Dörfchen. So, rein landkartenmäßig hat sich hier noch nicht so viel getan. Wir haben natürlich noch nicht so aktiv jetzt irgendwie irgendwelche Leute erobert oder irgendwelche, die, wir wollen ja die Swardians jetzt nicht total auslöschen, das wäre ja Quatsch. Nee. Ah, das machen wir dann später. Haha, ganz alleine. So, Rivacek, wie gesagt, liegt hier schön verträumt und da sind wir auch gerade, ah nee, wir sind in Rivadin. Wo bin ich überhaupt? Ah, ich war in Mechin. Nein. So, ihr merkt schon, die Verpeilung nimmt überhand, es ist schon relativ spät und ja, ich glaube, ich werde jetzt mal hier einen kleinen Cut machen. Ja, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht, diese Session hier zu spielen und die nächste kommt bestimmt, liebe Leute. Und bis dahin, sagen auf Wiedersehen, Yakinator der Weise und ich, also Yakinator. Ja, wir verabschieden uns von euch, bis zum nächsten Mal, tschüss.